Yo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir die Kanalisation betreten, weil Kollege, wie auch immer der heißt, hier uns helfen will, die Wand zu erklimmen, damit wir hier zum Shinra-Hauptquartier kommen. Und ja, passt uns ehrlich gesagt gerade richtig gut, weil hier sind noch hier die Kronjuwelen versteckt von Don Corneo, die wir noch von anderen Nebenquests brauchen. Und ja, gut, wir machen jetzt mal weiter. Ja, jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Erst drin. Soll das heißen, wir sollen kommen? Das wäre irgendwie voll witzig, wenn er sagen würde, tut klettert. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Wie kommen wir durch? Klettert. Was? Bist du denn? Den Schlüssel. Ohne ihn sitzen wir fest. Was? Los. So. Okay. Natürlich hatte er den Schlüssel. Wie er hat gesagt, er hat den Schlüssel. So. Ja, aber hier sind mal Erfahrungspunkte. Oh, die waren schnell putt. Oh, ist noch eine Truhe. Los, holt euch den Schlüssel. Aber hier ist eine Truhe. Was? Weil von jeder Kleinigkeit einfach abgelenkt werden. Schnappt es euch. Aber hier sind Gegner. Oh Gott, Konter, Konter. Ich bin am Kontern, Barrett. Kommt da einfach an mir vorbei. Au. So, weil nicht. Ich komme ja jetzt ein bisschen mehr hier die Story konzentrieren. Mir ist aufgefallen, ich habe ein bisschen viel. Oh nee. Boah, wie ist ein Klopf die ganze Zeit immer so schnell weg? Oh Gott. Oh Gott, ich bin leicht tot. Oh Gott, ich bin leicht tot. Na, ich habe schon die Tage. Ich bin bereit. Oh, das hat eine Menge geheilt. Kennt man mein ganzes HP hier, voll geil. Na, Stufe 30 und tiefer auch. So, was ich sagen wollte ist, ich habe ein bisschen so, weiß nicht, so ein bisschen war so random Zeug irgendwie geredet, anstatt mich hier so, ja, okay, ist jetzt nicht so viel Story Sachen passiert, aber da würde mich allgemein irgendwie so mal interessieren, ja, ob das okay ist hier, wenn ich einfach nur so, oh, wir müssen geheilt werden. So ein bisschen so random Zeug einfach so rede, was irgendwie nichts hiermit zu tun hat. Oder ob das, ob ich mich mehr hier drauf konzentrieren soll, was hier passiert. Der ist immer noch nicht voll geheilt. Ich meine, das ist so ein bisschen unterschiedlich, ne, je nach YouTuber, glaube ich. Ich glaube, die Game Grumps, die leben ja irgendwie davon, die einfach nur über irgend so ein random Zeug hier reden, anstatt sich auf das Spiel zu konzentrieren. Ja, und die spielen irgendwie so ein Sonic-Spiel, auf einmal reden sie irgendwie, weil nicht so über Ideen von der Sitcom und so, und weil nicht tun so voll gesidetracked über irgendwas anderes reden. Also ob das hier irgendwie gut wäre, diesen Kanal. Obwohl ich glaube, das machen wir mehr oder weniger hier mit dem Vegas. Und oh, du bist neu. Ah, du bist das Viech, okay. Aber ich glaube, das ist irgendwie genauso, was ich und der Vegas machen hier mit. Ich habe mich Analyse. Gibt's jetzt nicht. Ich glaube, tiefer hat Analyse, ne? Irgendjemand muss Analyse haben. Aber ich glaube, mehr oder weniger. Ah, perfekt. Das ist eigentlich das, was ich und der Vegas immer machen in unseren Projekten. Über irgendeinen Müll reden und wie bist du denn jetzt schon wieder fast tot? Und uns nur hin und wieder auf die Story konzentrieren. Ja, ich glaube, das perfekte Beispiel wäre die Elder Scrolls, ne? Und ja. Nee, du warst nicht das Viech. Aber deswegen gucke ich zum Beispiel auch die Game Grumps. Ich tue mich nicht wirklich hundertprozentig irgendwie
auf das konzentrieren, weil die zocken oder so, sondern ich habe die meistens so im Hintergrund irgendwie so an und höre, wie die über irgendeinen Blödsinn da reden, weil das halt witziger ist. Und ja, gab auch, oder bist du ja? Es gab auch mal eine lange Zeit, noch eine Zeit, wo ich halt angefangen habe mit Let's Playen, wo ich halt noch nicht wusste, ja, wie ich zum Beispiel, da hinten habe ich mit Teria gesehen, wie ich so, weiß nicht, so stille Momente irgendwie so füllen kann. Ne? Das ist so ein typischer Anfängerfehler, glaube ich, so. Oh nein, nicht die Viecher. Nicht einschläfern können. Weil wenn du anfängst mit hier so Let's Playen, so Commentary, dann das Schlimmste, was passieren kann, ist, du weißt nicht, was du sagen sollst, ne, aber... Und ich bin jetzt natürlich nicht... Mein Gott, wie viel Schaden ich bekomme! Ich bin jetzt natürlich nicht das absolute Musterbeispiel mit meinen 300 Abonnenten, die ich nach 6 Jahren irgendwie so bekommen habe. Alter, was ist das? Kannst du mal aufhören? So, okay. Oh, ich habe keine. So, kann ich jetzt weitermachen? Danke. Okay. Worauf ich hinaus wollte. So. Gut, ich war jetzt so gerade richtig im Thema drin. Da will ich ja doch zu Ende bringen. Okay, okay. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du irgendwie anfängst, hier so Let's Plays zu machen oder Commentary oder was weiß ich, irgendwas. Und du weißt nicht, über was du reden sollst. Und damit hatte ich auch Probleme am Anfang halt, ne? Ich habe, weiß nicht, irgendjemand hat mal irgendwie so ein Review zu meinem Kanal abgelassen hier in dem Forum, wo ich drin bin, ne? Habe ich mal so gefragt, kannst du mir das mal analysieren? Da hat er irgendwie, weil nicht so ein Part angeguckt, wo ich natürlich nicht viel geredet habe. Da war, glaube ich, Fallout, und da war ich irgendwie so 2-3 Minuten nicht am Reden, was mir irgendwie, stelle ich mir eigentlich gar nicht so wahrscheinlich vor, weil ich rede eigentlich schon immer. Aber ich bin halt durch die Gegend gerannt, und was diese Person gestört hat, ist, dass ich da irgendwie 5 Minuten nur am Laufen bin, weil es halt Fallout und keine Ahnung, für so was gehört für mich in Fallout irgendwie dazu, dass du irgendwie durch so eine tote Landschaft irgendwie läufst und dass da halt nichts passiert, das ist irgendwie typisch. Aber als Zuschauer ist das vollkommen uninteressant natürlich. Aber ja, worauf ich hinaus will, ist nicht zu wissen, worüber man redet. Das ist irgendwie bonk. Das ist irgendwie das Schlimmste, was passieren kann, wenn irgendwie so irgendwie was kommentierst oder so. Und ich finde jetzt eigentlich nicht, dass ich jetzt noch dieses Problem habe. Ich weiß nicht. Ich tue jetzt hier nicht. Ist immer noch ein Frosch. Ich versuche jetzt hier nicht irgendwie nach einem Thema oder so zu fischen oder so. Ich rede einfach nur, was mir gerade in den Sinn kommt, das spreche ich einfach aus, weil warum nicht? Und ja. Oh Gott. Aber ich nehme an, viele Leute haben damit noch ein Problem, wenn sie anfangen. Was ich auch hatte. Und ja, keine Ahnung. Ich will jetzt hier nicht irgendwie so Tipps irgendwie so rausposaunen, weil ich halt, wie gesagt... Ich bin jetzt nicht das Musterbeispiel eines guten YouTubers. Aber hey, lasst mich, ich muss auch mal hin und wieder ein paar Weisheiten loswerden, ne? Vielleicht interessiert es ja die 2-3 Leute, die sich meine Projekte angucken. Okay. Ich glaube, mein Tipp wäre einfach, labert einfach irgendeinen Mist. Vielleicht labert ihr uninteressantes Zeug oder so, aber vielleicht gibt es ja irgendwie Leute, die das noch interessiert. Auch wenn ihr tot langweilig seid. Und ja, hey, lass die Boxer. Und ja, ich weiß, ich bin auch nicht die interessanteste Person. Ich habe 300 Abonnenten. Was du nicht sagst. Was, du bist kein erfolgreicher Let's Player. Ist hier kein Mist. So, so. Ich habe keine Dingens. Tut Aero genug Schaden machen? Nö. Aber ja, aber ich finde, was mich aber auch ein bisschen stört, ist, wenn so YouTuber irgendwie, weiß nicht, jede Sekunde irgendwie
rausschneiden, wo sie mal nichts sagen. Da müsst ihr mal irgendwie beobachten bei einigen Leuten. Nennt man ja Jump Cuts, ne? Das heißt, die schneiden halt, die springen halt zum Moment, wo sie dann wieder reden, ne? Und manchmal ist es so offensichtlich, dass die wirklich nur irgendwie so eine Sekunde irgendwie rausschneiden. Also ich war gerade auf der Straße und dann war ich da und da, du merkst das. Es ist wie wenn du in den Nachrichten irgendwie guckst und irgendwie jemand wird gerade interviewt und diese Person ist ganz eindeutig noch nicht fertig mit reden und auf einmal wird einfach so weggeschnitten, so ja, das, mehr wurde gesagt, aber interessiert es hier niemanden. Das ist völlig voll bescheuert, ey. Diese Person war noch ganz eindeutig hier voll im Satz und wollte noch irgendwie was anderes sagen, auf einmal, weiß nicht, hört man Moderator oder so, das ist gerade passiert. Hm. Na, YouTuber machen das auch und ich finde das voll dämlich, ey. Du bist eine Sekunde nicht am Reden und das muss rausgeschnitten werden, als ob irgendwie Zuschauer so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Na toll, Barrett, du hast ihn jetzt verscheucht. Du hast ihn in diese Gegnermenge da reingelockt. So, ich hätte jetzt diesen Part, wo ich die Leiter runtergeklettert wäre, hätte ich jetzt rausschneiden müssen, weil ich da jetzt nicht geredet habe, ne? Und ich weiß, ich übertreibe ein bisschen, aber es gibt wortwörtlich Leute, die reden, und du kannst wortwörtlich sehen, es ist wahrscheinlich nur eine Sekunde irgendwie so verstrichen und die Person hat diese eine Sekunde rausgeschnitten, weil sie in diese eine Sekunde vielleicht, keine Ahnung, Luft geholt hat oder was weiß ich. Das ist sehr häufig hier bei so Leuten, die einfach nur reden und jetzt nicht irgendwie, weil nicht irgendwas aufnehmen oder was weiß ich, was da noch gibt. Aber ich gucke solche Leute an sich sowieso nicht oft, also die mich persönlich irgendwie anreden oder mich mit irgendeinem Thema zu quasseln. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, ey. Manchmal stolper ich aber Genres, von denen ich noch nicht mal wusste, dass die überhaupt gibt. Kennt ihr zum Beispiel Mukbang? Du nimmst dich mehr oder weniger selber auf, wie du irgendwas isst. Und weiß ich nicht. Er ist irgendwie so ein, irgendwie so, boah, so eine Person, die ist irgendwie, weil ich das schlimmste Beispiel von diesem Genre, weil die irgendwie, weiß ich nicht, vor laufender Kamera irgendwie lebende Tiere irgendwie isst und zubereitet, kocht und was weiß ich. Ich glaube, da gab es mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, aber ich war wieder auf dieser, weiß nicht, dieser merkwürdigen Seite des Internets, wo wir hin und wieder uns mal wieder hin verirren, ne? Wir sind doch schon mal alle da gewesen. Und boah, soll ich mal Ether oder so einsetzen? Nee, ne? Jedenfalls, irgendjemand hat über die geredet und da hat er irgendwie so Ausschnitte gezeigt, wie die irgendwie so einen lebenden Tintenfisch auf dem Tisch hat und den, weiß ich nicht, irgendwie vor laufender Kamera umbringt. Irgendwie den seine Beine irgendwie hier so in so eine Fritteuse reinpackt. Tentakel meine ich, nicht Beine. Und ihn auf vor laufender Kamera irgendwie am Rösten ist und der wahrscheinlich voll Schmerzen hat und also was. Und die Person, die irgendwie darüber kommentiert hat, hat sich irgendwie voll aufgeregt, weil sie, dass wenn er irgendwie fluchst oder so, dass er irgendwie direkt gesperrt wird. Aber wie irgendwie ein lebendes Tier vor Kamera gerade umgebracht wird, anscheinend okay ist. Weil die ihre Videos sind immer noch am Laufen oder so. Frag mich jetzt nicht, wie die heißt. Okay. Weil sie sah aus wie eine Koreanerin oder Japanerin, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Und ja, es gibt halt sehr merkwürdige Sachen auf YouTube manchmal. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich auf das Thema aufgekommen bin. Ich habe mich schon wieder so sidetracked ein bisschen und du blödes Viech, bleib gefälscht, ja. Das ist so merkwürdig. Wenn die Charaktere so weit weg sind, das hört sich immer so an, als hätten die irgendwie einen Helm auf. Schutzstiefel, die haben wir, glaube ich.
Schutzstiefel, Schutzstiefel, dann ja, hatten wir schon. Gemach. Okay, Gemachschutz, ne? Oh, guck mal hier. Hier sind die Kronjuwelen. Oder auch nicht. Okay, ich nehme an, ich muss irgendwie das Wasser ablassen. Nehme ich jetzt mal an. Obwohl, irgendwie siehst du da nicht. Ja, einen Moment. Ich sehe aber jetzt nicht irgendwie so einen Kartenbereich hier unten. Außer der tut sich auf, wenn ich jetzt das Wasser senke. So, ich höre jetzt auf, über so komplett andere Sachen zu reden als das Spiel, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die meisten interessiert das auch gar nicht. Aber wenn es euch interessiert, dann sagt es mir, weil ich würde das gern wissen. Das jetzt so unglaublich schlimm ist, wenn ich jetzt über vollkommen anderes Zeugs rede, was nichts mit dem Spiel zu tun hat. Aber ich muss ja wissen, was meine Zuschauer interessiert, ne? Auch wenn das nur ein paar sind. So, bist du halt jetzt? Du bist der, ne? Ja. Okay, dann muss ich mit Tifa erstmal ran. Okay. So, Analhüte. So, Giftmüll, boom. Robert, ramm den. So, und jetzt schießt dein Abwehrspeer. Ich kann mit alles schießen. Den fand ich so gut, ey. Ich brauche noch tiefer irgendeinen Satz, ey. Von Cloud, ich kämpfe immer. Da sind ein paar Gegner aufgetaucht. Cloud sagt, ich kämpfe immer. Barret sagt, ich kann mit allen schießen. Keine Ahnung, tiefer. Ich hau dir eine runter. Was weiß ich. Nee, warte mal. Ah, schade. TP. Ja, dieses Feindes können ja Fähigkeit Geistessog. Ich dachte für einen Moment, damit kann ich auch MP heilen, aber schade. Naja, ich erinnere mich, diese Viecher, die einfach nicht. Ich bin bereit. Das wollte ich dich gerade kontern, du Stück. Ich versuche gerade bei Aeris irgendwie so ein. Verdammt. Bei Aeris irgendwie so was, so ein Running Gag irgendwie so einzufangen, aber irgendwie macht die nicht wirklich irgendwie was Meme-würdiges, sag ich jetzt mal. So, Bogen gekontert. Ja, irgendwie macht Aeris nicht. Die ist die einzige normale hier. Habe ich so das Gefühl. Oh mein Gott, ey, warum krieg ich eigentlich nur die ganze Zeit auf die Fresse? Mein Cloud. Der. Weiß ich, der ist zu edgy irgendwie, um irgendwie ernst genommen zu werden. Bird lässt sowieso die ganze Zeit immer geile Sachen ab. Tifa jetzt auch nicht so unglaublich, aber ich finde jetzt irgendwie, da ist nicht so eine so Material für Aeris irgendwie. Ich bin bereit. So, du komm her. Komm her, komm her. Nein, nicht du. Oh. Also, wer doch mal geschockt, danke. Und zack. Wir haben ein Monster brutal ermordet, weil es uns was geklaut hat. Schmuck? Gib her. Hätten wir eigentlich verhandeln können mit dem so. Erst wenn du uns sagst, wie wir da hochkommen. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut. Ah, ja. Und verschwand aus meinem Leben.
Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Also jetzt sprichst du meine Sprache. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft. Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Ich wusste es. Haben sich zwei gefunden. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. So, jetzt muss ich aber irgendwie noch wissen, wie man hier den Wasserspiegel senkt. Weil sonst komme ich an diese Juwelen nicht dran. Und ich würde schon gerne da hingehen, ne? Also. Ja, nein, ich wollte eigentlich nicht darüber. Ich will jetzt erstmal ja weitermachen, so in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch was finden. Warte mal erstmal, bis ich die Tür aufmache, Kollege. So. Oh Gott, wir sind beide im Eimer. Also alle drei, meine ich. Nein, Corneo gehört mir. Wie? Bitte. Verstanden. Ja, warte. Wasserspiegel. Aha. Sehr gut. Genau wie ich es geplant hatte. Gut, dann gehen wir nochmal zurück und kassieren uns die Kronjuwelen ein. Wir hatten die Tür schon wieder zugemacht. Alles klar, gut. Oh, hier hat sich gar nichts geändert, nur in diesen einen Ort oder was? Okay, ich wollte schon sagen, weil Kartenlayout sah jetzt nicht so aus, als könnte ich da runtergehen. So, hey, guck mal, hier, schau. Hi. Nämlich an Boss hier, Sargen Prinz. Eine Prinzenrolle. Ja, ich wusste es. Kommt direkt einer gespart. Bin jetzt schon Frosch. Wieso wird tiefer eigentlich nie davon getroffen? So, ich will erstmal euch klein hier erlegen. So, ich hoffe, er läuft auch irgendwann ab, ne? Also sonst kriegen wir hier Probleme. Oh Gott, die sind gleich alle tot. Ja, gut. Nein, 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 nein. Oh, ich habe zu spät gesehen. Aber ich glaube, du hast mich gerade festgehalten und davor gerettet. Nein, Alter, geh nicht da rein. Der will dich in den Frosch verwandeln. Oh Gott. Oh, das ist nicht gut. Oh, ich habe keine TP. ATB meine ich. Nicht gut. Tiefer ist kampfunfähig. Super. Ich zähle auf dich. Ich hätte mal so schnell wie alles den Bach untergehen kann, ey. Au! Du! Na! Ah. Ich muss mich einfach durchkämpfen, laufen. Der ist schneller freckt als ich. So wie dazu. Sind aber. Ich hab Tiefer noch gar nicht hochgehalten. Komm her, du! Mechanismen des Magieverbrauchs. Okay. Mein Gott. Oh Gott. Das vergreift mich dann. Oder auch nicht. Doch. Keine Ahnung. Ich heile einfach. So. Sprung auf mich. Nee. Oh. Was mich am meisten stört bisher, ne? Okay, geht alle weg von dem. Ich heile mich mal. MP-mäßig. Oh, was? Ich dachte, wenn ich weit entfernt von dir gehe, dass du mich da nicht triffst. So, das ist das, was mich am meisten stört. Ich greife den an, aber das macht den nix. Ach ja, Chakra.
Oh, 1200. Okay, das müsste jetzt weniger ein, ne? Nö. Ups. Was ist noch? Ich hasse es, wenn ich Zeugs angreife und da tut einfach so, als wäre nichts. Nervt mich so am allermeisten an einigen Spielen. Das lässt mich so schwach irgendwie fühlen. Hier, ich greife ihn an, der macht einfach weiter mit seinen ganzen Tag. Oh, mein Limit. Oh, dann sehen wir mal der Fiendschlag. Boom, boom, boom. Zack. Alter. Uff. Der Angriff war noch nicht mal zu Ende und der war schon tot. Cool. Froschring. Okay, das war cool. Jetzt war zur Hälfte nicht gesehen, was da gerade passiert ist mit dem Angriff, mit dem Limit, aber was soll's. So, irgendwie muss jetzt hier wieder so ein Diadem sein, ne? Das mag grünes Diadem. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Ja, mein Questziel sagt euch, sollte da hingehen oder so. So oder so, müssen wir da hin. Boah, ich frage mich echt, wie... War da noch was? Nee. Ich frage mich echt, wie... Froschring, gucken wir uns mal den Froschring an. Wo ich mir schon denken kann, was der macht. Beschützt dich vor Frosch. Beschützt dich vor Froschen. Ja. Ah ja, haben wir sogar schon. Dann gehen wir noch mal irgendwie kurz zurück und dann können wir den Part, glaube ich, beenden, ne? Weil ich mich frage, ist, wie viele Parts es noch von Final Fantasy 7 Remake geben wird. Und ich bin total gespannt, wie die aussehen werden. Also, die werden natürlich awesome aussehen. Ich meine, gucke ich das Spiel an. Aber wir tun ja dann ein bisschen mehr so von der Welt sehen. Darauf freue ich mich. Also, weiß nicht, das Szenario hier ist ein bisschen eintönig, so Stadt, dreckige Stadt, Slums und hier ein paar, weiß nicht, Kanalisation. Aber wenn der zweite Teil rauskommt, dann sind wir ja draußen in der Welt und da kommen einige ganz schön irre Momente. Darauf bin ich schon echt gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die halt umsetzen werden, weil einige Sachen stelle ich mir sehr schwer vor. Ich meine, direkt nachdem man Midgar verlässt, passieren schon einige sehr komische Sachen. Ich sag nur Midgar Solum. Midgar Olum. Diese Riesenschlange. Spoiler. Wollen die das mit schön machen? Egal. Ja. Ich sehe, wir haben noch ein, zwei Minuten. Also machen wir ruhig weiter. Warte mal, was ist das hier? Habe ich den Zargen Prinz eigentlich gerade analysiert? Ich glaube, ich habe den gar nicht analysiert. Oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe den echt nicht analysiert. Das darf jetzt nicht wahr sein. Ach, egal. Na, wo sind wir hier jetzt? Hä? Waren wir hier gerade nicht schon? Doch, waren wir. Ich habe mich jetzt verirrt. Überraschung, Überraschung. Aber ich nehme an, wir treffen den noch irgendwann. Jetzt ist fast jeder Gegner irgendwie schon mal irgendwann noch mal aufgetaucht. Denn das ist wahrscheinlich irgendwann ein ganz normaler Gegner oder so. Oder vielleicht auch der im Kolosseum noch mal auf. Ich weiß es nicht. Irgendwas so um den Dreh würde ich mal raten. Oh. Das war jetzt nicht schlecht. So, gut. Okay, mal weiter. Gehen Sie weiter. Ich folge Ihnen. Was hat noch mal hier? Vegas, was hat noch mal dieser eine Typ? Will es nicht keinen Namen nennen. In unserer Ausbildung, was hat der immer gesagt? Hier folgen Sie mir, ich gehe vor oder so. Weiß, wen ich meine. Hier
wenn unsere Ausbildung, der immer hier unserem Computer ging, ließ. Ich habe den Namen jetzt vergessen und ich will jetzt auch nicht, hat den jetzt hier erwähnt oder so, aber der hat irgendwie so weit immer gesagt, nee, ich gehe vor oder folgen Sie mir, ich weiß das gar nicht mehr. Erinnere mich mal bitte dran, wenn du das noch weißt. Wenn du überhaupt weißt, über was ich rede. So. So, wollte er jetzt, dass wir warten. Ja. Wir sagen, ich pausiere hier mal und wir haben jetzt schon wieder einen Zauber, ne? Ja, warte mal, wir haben einen Zauber gerade gemeistert, ne? Das heißt Barriere. Barriere zählt aber nicht, da ist doch kein Angriffszauber. Mal das hier. Oh, wir haben zwei Leute die Barriere ausgerüstet haben. Das ist ein bisschen doof. Keine Ahnung. Toxin. Keine Ahnung. So, was habt ihr noch alles? Lass mal hier kurz drüber schauen. Du musst auch heilen, aber ich habe, glaube ich, keine Ersatzheilungen mehr. Mehr als 4 Heilungen zu haben, ist ja schwachsinnig, weil ich habe 4 Charaktere. Und Barrett wird jetzt nicht hier sehr magisch sehr gut werden. Also, das hier hat nur so viel. Hat niemand irgendwie FP-Boost? Doch, du. Muss ich da vielleicht mal Wiederbleben reinmachen, weil das irgendwie ewig und Jahrzehnte dauert hier. Widerstand gegen Wiederbleben. Hm. So, machen wir mal so. Wie macht man das so? Tausch mal die mal aus. Widerstand gegen Zeit. Warum nicht? Und du tust hier Wiederbleben rein, weil das noch eine Ewigkeit dauern wird. Und ich hätte gern Erzengel. Das müsste, wenn man nach Final Fantasy Logik geht, die AP komplett auffüllen. Und das hätte ich gerne. Ist ein bisschen sehr wichtig. Gut. Sie hat noch 52 WP. Was? Habe ich so viel? Ich habe die doch alle wieder verteilt, oder? Fehlen noch so viele. Egal. Mache ich offscreen. Interessiert euch wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr. Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr eins, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.